Alles klar, willkommen zurück bei Digimon Adventure. Jetzt wollen wir mal in den digitalen Dungeon gehen. Wir können ja eigentlich auch hier eine Memon-Kanalisation machen, aber ich will erst diesen Dungeon aufchecken. Ja, Lieder ist easy, ist das so? Na gut. Dann rocken wir das mal. Digitaler Dungeon Alpha. Okay. Okay. Das sieht interessant aus. Nur gucken, was da noch. Ah. Ah, gut, auch mal so was sollte reichen. Jawohl. Ich habe ja keine Ahnung, ob wir hier einfach so durchrennen können und dann irgendwo irgendwas auftaucht. Kuvagamon. Komm her. Oder ob wir bis ans Ende kommen müssen und da irgendjemand wartet oder was? I don't know. So, mit Tentomon müssen wir auf jeden Fall energiesparend arbeiten, weil das unser Leader ist. Können wir halt nicht auswechseln. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Naja, vielleicht auch nicht. Oh, nice. Ich spare mir jetzt erstmal die Digitation auch alle auf. Nehmen die jetzt erstmal so, wie sie hier kommen. Was ist das denn? Der Eingang? Ne, geht's weiter. Ach, guck. Interessant. Oh, der greift mich tatsächlich an. Na gut, dann komm. Monochromon. Es wird Zeit. Ich fange mal eben meinen Energy Drink auf. Sorry. Groß. Greifen wir nochmal an. Nichts. Also schadenstechnisch her ist der jetzt nicht so wirklich gut. Rollende Garde nochmal. Das müssen wir auch merken, dass Tentomon in der Lage ist, seine Verteidigung zu erhöhen. Alles noch easy peasy. Sollte reichen. Na klar. Da fühlt er sich ganz stark. 160, das ist schon mal super. Palmon hat auch ein Level abgekriegt. Richtig geil. Ah, ich lasse Gabumon noch mal eine Weile drin. Und da kommen wir. Wollen wir da lang. Ich sag das hier gar nichts. Das scheint wirklich so ein Labyrinth zu sein, durch das wir einfach durch müssen. Ich sehe, da geht's weiter. Was auf der anderen Seite? Na, ist egal. Gehen wir einfach mal durch. Okay, da haben wir einen Kuvagamon. Und dann... Okay, ich gehe jetzt gerne mal hier oben lang. Kreuz mal ein bisschen die Gänge. Keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Sieht schon mal nicht richtig aus. Nee, das scheint verkehrt zu sein. Aber da hinten geht's weiter.
Hallo Kuragamon. Wow, fast. Schneller. Bevor ich jetzt aber weitergehe, möchte ich gerne meine Party mal eben ändern. Und zwar möchte ich Gabumon austauschen, Biomon rein. Ja. Ja, ja, ja. Okay, die Frage ist, gibt es hier... Quadromon läuft da hinten rum. Gibt es hier... Ist das eigentlich nur wichtig oder gibt es hier wirklich irgendwas Tolles zu holen? Ja, ich möchte jetzt kein Monochromon mehr legen. Das ist nix. Hier lang. Aha. Gehen wir den Gang noch und dann werde ich nochmal ein Kämpfchen machen. Ja, ich gehe aber wieder den Weg. Ja, ich gehe jetzt einfach immer geradeaus. Hier wird ja auch irgendwo was auftauchen. Das erinnert mich damals an wie damals an Digimon World, wo es ja diese Tiefendimension oder den Berg der Unendlichkeit gab. Was soll das nun Memon denn hier? Ja, da voll reinrennen. Numemon und Betamon. Geil. Aua. Das können wir so regeln. Ja, das kriegen wir hin, oder? Tada! Oh, scharfe Krallen. Es könnte natürlich auch sein, dass man je mehr Gegner besiegt, eine höhere Belohnung kriegt, oder was? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Aha. Da scheint ein Speicher. Ach, das ist ein Speicherpunkt. Ach. Haben wir jetzt einen Boss, oder was? Ja, sieht so aus. Das ist eine große. So. Halle. Ja, komm, jetzt ein geilen Boss hier. Oh, jetzt geht's ab. Boah, Shellmon und Cidramon. Alter Schwede. Wow. Jetzt knallt's ja mal richtig hier mit Meteorenflügel. Schon mehr Schaden durch. Frame-Einbrüche. Ah, ist Kabutirimon dafür verantwortlich? Das tut mir leid, Leute, was hier gerade passiert, aber daran kann ich jetzt auch nichts ändern. Boah, ich glaube, Kabutirimons Flügelschlag ist daran schuld. Jetzt geht's ja wieder. Krass. Das war zu viel gerade für das Game. Das ist immer schön angeschlagen. Den machen wir jetzt in Gar aus. Yes. Okay, er fängt mit Schutz an, aber Kabutirimon macht ja wohl mit seinem Stromschlag gewaltigen Schaden. Nice. Birdramon kann auch mal Anschutzklappe machen, ne? Voll geschockt. Yes. Und? 250, das geht. Was gibt's denn da als Belohnung jetzt? Aha, neues Item. Stärke. Hält gesamte HP und SP alle Zustände. Okay. Das ist mein Preis? Immer noch mal Dungeon, ein geheimnisvoller Raum. Lohnt es sich dorthin zu gehen? Okay, es ist kein neuer Dungeon gekommen. Ja, dann bleibt halt noch eine Hauptmission, ne? Ist das heute mal ein kurzer Part?
Und beim nächsten Mal gucken wir uns die Hauptmission wieder an, ne? Na gut, Leute, bis dahin. Ciao.